Wir spielen weiter mit Civilization 6, mit unseren Ungarn auf Gottheit und mit einem WB auf Nicht-Audio-Gottheit-Niveau. Tut mir leid, wird aber nicht auf ewig und immer sein, sondern ich denke nur noch kurze Zeit, dass ihr das so ertragen müsst. Wir spielen weiter. Im Hintergrund zu hören bisweilen die zarten Stimmen von Punisher und von Matsumen. Hallihallo. Schönen guten Abend. Und etliche Zuschauer um die 300 auf Twitch. Schön, dass auch ihr dabei seid und dass ihr so liebenswürdig trotz allem zum Beispiel mit Abos mit dabei seid. Ein Dankeschön geht an den Merlin Holmes zum Beispiel. Der sagt, guten Abend WB. Ich freue mich trotz kleiner technischer Probleme. Das finde ich sehr, sehr lieb. Ein Dankeschön an Havok, der sogar Abos verschenkt an andere. Und ein Dankeschön an den King of Death, vor dem ich keine Angst habe, wenn er so liebenswürdige Dinge macht, wie mit Per Prime, zu abonnieren und mir aufzuschreiben. Danke für deine schöne Feierabendunterhaltung, danke für deine schönen Worte und ein Dankeschön an Toromea, der auch im zweiten Monat hier abonniert hatte. Also Toromea und King of Death und Merlin und Havok, euch allen und allen anderen, die das vorher auch schon gemacht haben, ein Dankeschön für eure sehr freundliche Unterstützung. So, das wird die YouTube-Zuschauer wahrscheinlich nicht so richtig interessiert haben, weil sie sich vielleicht denken, ach, WB soll einfach nur Videos machen und was interessiert uns, ob es da Menschen gibt, die ihn unterstützen? Mich interessiert das sehr viel und ich denke mittelbar euch wahrscheinlich auch, denn das führt dazu, dass es dann solchen Content gibt. Was denn hier passiert? Ein ungeheuerlicher Vulkanausbruch. Der Ausbruch des Galabier-Vulkans, einer der tödlichsten in der gesamten Menschheitsgeschichte, hat 0 Einheiten getötet. Um Gottes Willen, wie tödlich. Aber eine Bevölkerung reduziert irgendwo, Fruchtbarkeit gesteigert und war dem Lande der Schwedinnen deshalb eine Gnade, behaupte ich mal. So, jetzt ist es aber spannend. Wir haben Kohle aufgedeckt und die Frage ist, wo? Ach, unter dem Distrikt hier, hier drunter liegt Kohle, unter dem Theaterplatz. Das führt technisch dazu, dass wir jetzt Kohle gewinnen, taucht oben noch nicht auf, aber dass wir das natürlich die Boni des Feldes nicht nutzen, weil ein Bezirk draufsteht. Wo ist der andere Kohle, das andere Kohlevorkommen? Hier. Und da haben wir ein Sägewerk errichtet. Das heißt, hier können wir hier nur eine Mine gewinnen. Ansonsten wird das Kohlevorkommen... Oh, wie cool. Noch ein Kohlevorkommen. Jetzt checken wir das auch mal richtig, Leute. Auf der ganzen großen Karte. Hier, Kohle, da müssen wir hin. Da schicken wir sofort einen Handwerker hin. Den hier, der hier entsteht, oder einer von hier unten. Wo ist sonst noch Kohle? Hier ist Kohle, das ist klar. Hier liegt welche, außerhalb unseres Reiches, außerhalb von Kabul. Da kommen wir so schnell nicht hin. Hier und hier, da können wir vielleicht doch gleich Siedler hinschicken, oder? Mal schauen. Hier ein Stückchen, an ganz vielen Plätzen. Außerhalb unseres Reiches, überall dort, wo wir keine Städte haben, entsteht Kohle. Die veräppeln uns doch, oder? Ich glaube, die veräppeln uns. Wir haben relativ viel Kohle in Reichweite, aber nicht da, wo wir gerade sind. Das gibt mir schon zu denken. Und euch vermutlich auch. Also Kohle zu haben wäre nicht schlecht und auch mehr Kohle zu haben als das bisschen. Das Feld hier holen wir uns auf jeden Fall. Und das hier, da sollten wir einen Handwerker hinschicken. Der nächste entsteht in drei Runden, in zwei Runden hier. Der kann das machen. Auf. Hier hin. Einmal Päuschen. Dito. So, und von Krakau her, wohin geht dieser...
Händler. Hier lang, glaube ich, ne? Ach, der kann auch unten helfen, finde ich. Und er hier auch. Die Kontrolleure. Also ein bisschen Verstärkung hier unten wäre auch nicht so verkehrt, ne? Aber Feldkanonen haben wir kaum hier im Westen. Wir haben nur Bombarden und Nahkampfeinheiten. Apropos. Und hier wird gleich eine Stadt gegründet. Einmal Bernstein, bitte. Danach kann der Kollege runterziehen zum Reparieren. Das ist der Händler, wo wir uns überlegt hatten, bei dem wir uns überlegt haben, wo es hingeht. Wir wollten ihn nach Jaroslavl schicken und es ist cool. Schaut mal, das ist genau so, wie die Straße laufen sollte. Denn von hier führt eine schon hoch. Das ist gut. Das gefällt mir. Denn werden ja alle miteinander verbunden. Das ist sehr, sehr schön. Also rauf Richtung Jaroslavl. Drei Nahrung, drei Produktion, vier Gold und so weiter. Sehr schön. Und Straße. Päuschen. Achso, da hatten wir drüber im Vorfeld, lieber Matsuman. Du hast freundlicherweise viele Dinge recherchiert, die wir heute auch mal kurz ansprechen wollten. Wir hatten das bislang mangels Gelegenheit noch nicht gemacht. Da ging es um so Themen wie Verschanzen, den Bau von Bauern, ob man die im Fog of War sieht, Einladungen von anderen Zivilisationen. Eine der Sachen, das meiste, ich wollte die Sachen eigentlich dann anführen, wenn man auch, wenn es sich auch konkret anbietet, wenn es da gerade drum geht. Und das ist bei all diesen Themen im Moment noch nicht der Fall, deshalb habe ich es noch nicht angesprochen. Aber hier bietet es sich doch an, wobei das gerade dieser Punkt, den hast du, glaube ich, gar nicht recherchiert, nämlich wie das ist bei diesem Bereitschaftsmodus, gilt der Bereitschaftsmodus als Verschanzen. Das weißt du, glaube ich, gar selber nicht, ne? Ich habe es tatsächlich nicht mit dem Bereitschaftsmodus ausprobiert, aber ich kann das im Bildschirm so sehen, dass sich ja das Symbol geändert hat über der Einheit. Das ist ja sonst so rundlich und ist jetzt eher so ein Schildsymbol. Mhm. Und das ist genauso wie beim Verschanzen. Und diese Bereitschaft heißt auch, glaube ich, Verschanzen bis wieder aufwachen. Deshalb vermute ich habe es nicht recherchiert, dass es genauso gilt. Das hatten wir zuletzt viel diskutiert und ich habe immer was Falsches behauptet. Ich habe nämlich behauptet, es sei egal, ob man eine Einheit bewegt oder verschanzt, ob man denn diesen oder den anderen Befehl durchführt. Wenn sich die Einheit eine Runde lang nicht bewegen würde, hätte sie danach Verschanzung. Das hat unseren Matsuman nicht ruhig gelassen und er hat experimentiert, recherchiert, immer wieder Spielstände angefertigt und das überprüft. Und tatsächlich funktioniert das so, Matsuman, wie du es mir jetzt und den Leuten erklärst. Also ist es so, dass man durch bloßes Stehenbleiben und Runde überspringen keinen Verschanzungsbonus bekommt. Und das ganze Thema Verschanzen hat auch keinen Einfluss auf die Heilung von Einheiten. Aber dieser Befehl Verschanzen hat zur Folge, dass wenn man noch alle Bewegungspunkte zu diesem Zeitpunkt hat, bekommt man ab der nächsten Runde +6 Kampfstärke bei der Verteidigung.
Und jetzt gibt es aber auch den Fall, dass man die Einheit erst bewegt und dann zum Beispiel mit dem letzten Bewegungspunkt gar nichts mehr Gescheites anfangen möchte. Dann kann man auch auf Verschanzen klicken. Dann bekäme man in der nächsten Runde +3 Kampfstärke bei der Verteidigung und ab der übernächsten wird das dann verdoppelt auf die +6 Kampfstärke. Ja. Da sind wir alle etwas klüger. Das heißt, man muss wirklich auf den Verschanzen-Button klicken oder auf den Bereitschafts-Button und nicht auf den Button eine Runde aussetzen, damit man den Verschanzungsbonus erhält. Und der beträgt dann entweder in der nächsten Runde +3 oder +6 Kampfstärke. Das kommt darauf an, mit wie vielen Bewegungspunkten man noch hatte, ob man als man in dieser Runde auf Verschanzen geklickt hat, hatte man noch alle Bewegungspunkte. Bekommt man in der nächsten Runde sofort 6. Hatte man nur noch einen Teil der Bewegungspunkte, dann bekommt man +3. Und die werden dann in der Runde danach +6. Genau. Das ist sehr lieb, dass du es recherchiert hast, weil es war immer und immer wieder Thema. Chat bedankt sich auch bei dir. Und das völlig zu Recht. Sehr gerne. Hier gründen wir gleich eine Stadt. Und das Feld hier könnten wir auch bald dazu kaufen, schnellstmöglich. Weil erstmal bleiben wir hier und schließen noch ein paar Dinge an oder bauen sie. Rein in die Stadt oder sogar rein in diese Stadt. Der Kollege hier, der möchte Silber anschließen. Erzurum. Da gammelt einer unserer Späher herum in Erzurum und sucht Erkenntnisse. Das gilt aber auch für seinen Kollegen hier. Der wetzt ebenfalls durch die Fremde. Bitte einmal rüberziehen und Nickerchen machen. Handelswegkapazität erhöht. Echt? Heißt das, wir können nochmal einen bauen? Ja. Wir sollten nochmal einen Handelsweg kaufen, erstellen, was auch immer. Das machen wir aber, sobald gleich mal ein Bauauftrag durchkommt. Mehr Wohnraum benötigt in Krakau. Und wie? Ganz schön viel. Köln, sobald dort repariert ist, ist das Problem hier behoben. Und ebenfalls in Berlin. Da gibt es auch kaum Modernisierung. Das ist die simple Erklärung, warum es dort Wohnraumprobleme gibt. Nein, ich bin nicht erkältet. Ich habe ein anderes Mikrofon. Aber lieb, dass man sich Sorgen macht. Lodge verfügt jetzt über Tabak. Auch nicht gut für die Gesundheit. Aber er wird ja nur gekaut. Er wird sicher nicht geraucht. Die Cree kauen ihren Tabak. Sie rauchen ihn nicht. Die Cree sind kultiviert. Eine kaputte Weide wird berichtet. Ja, da gab es ganz viel. Dinge müssen repariert werden im Ex-Land der Deutschen. Und so langsam können wir uns überlegen, mit all den Glaubenspunkten, ob wir nicht doch nochmal einen Blick werfen. Auf die großen Persönlichkeiten, aber den haben wir in Kürze. Den hätte ich so gerne, aber der ist so teuer. Ich fürchte, da werden andere uns den vor der Nase wegschnappen. Oder wir sparen sehr, sehr viel an. Petra, fertig, das Weltwunder, von Tamar fertiggestellt. Riesige Flussüberschwemmung bei den Schwedinnen. Bananenblick, Wohnraum, überall Wohnraum vonnöten. Da kann man nicht viel machen. Ebenfalls. Auch hier.
Hier können wir schon was machen. 4 Wohnraum. Hier fehlt eindeutig ein Kornspeicher. Vielleicht fehlt hier sogar noch was ganz anderes. Ein Monument. Ein Händler. Wir können auch in Krakau... Nee, das ist schon okay. Den Händler können wir auch bauen gleich. Den müssen wir nicht kaufen. Aber bei den Basisgebäuden dauert das hier ganz schön lange. Ich finde, ein bisschen Kulturerträge, damit die Stadt wächst, tun ihr gut. Lager fertig in Berlin. Repariert. Stand vorher schon da. Kaserne reparieren. Wird gemacht. Stadtmauern. Ja, das wird schon Sinn machen. Dauert aber lange. Monument für Loyalität. Hier gibt es doch keine Loyalitätsprobleme. Ganz kleine. Lass uns mal die Kaserne reparieren. Können wir hier Dinge kaufen? Ja, Wohnraum. Weg mit den Problemchen. Köln. Dafür geben wir all das Geld aus. Ich habe eben nur drüber nachgedacht. Hier, Leuchtturm kaufen. Nee, ist nicht nötig, wir haben ja eine Bank. Eben habe ich nur darüber nachgedacht, ob man nicht mit dem vielen Gold eine große Persönlichkeit kaufen würde. Jetzt wird doch fleißig, wenn einfach nur in Anführungszeichen Gebäude gekauft. Und jetzt der große Augenblick. Achtung. Eine Neustadt nach so langer Zeit, die wir jetzt hier gründen, in der Nähe von vielen Silbervorkommen, Tabak, Salpeter. Wo ist die Kohle? Hier nicht. Wir hatten doch eben Kohle gesucht. Warte, sind auch weiter Richtung Süden zu bauen, obwohl das hier so ein cooler Standort ist. Hier könnten wir auch hin. Ja, wird es lange dauern, bis die Stadt wächst. Das ist die Loyalitätsanzeige. Die ist eigentlich unproblematisch. Aber hier würden wir halt die Kohle. Schneller bekommen. Zumindest das Feld hier. Wenn wir hier gründen würden, könnten wir auch hier und hier Bezirke schnell bauen. Salpeter in dieser Spielphase langsam schon nicht mehr so wichtig. Allerdings viel Weizen drumherum. 1, 2 Geländefelder, auf denen man Bezirke auf der anderen Seite bauen kann. Bei Salpeter geht's nicht. Aber die Stadt wird sehr schnell wachsen. Aber Kohle? Kohle ist sehr wichtig. In dieser Spielphase. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier hinziehen und hier gründen. Da, wo ich gerade mit der Maus hinzeige. Westlich vom Berg. Matsuman, was meinst du? Chat, was meint ihr? Zwei Städte so dicht nebeneinander gehen nicht zusammen. Die brauchen 3 Felder Entfernung auseinander. Also wenn man hier eine gründen würde, dann wäre es die nächste, die man bauen könnte, hier zum Beispiel, hier unten. Das wäre möglich. Wir könnten hier eine bauen, da ist aber kein Trinkwasser. Hier könnten wir eine bauen auf das Feld, das Wüstenfeld, weil das hier steht neben einem See. Dann hätte es ein bisschen Trinkwasser. Dann hätten wir dieses Kohlevorkommen hier. Aber das wird dann auch verfallen. Es sei denn, wir würden den Wohnraum ignorieren. Da könnten wir auch hier direkt, also wenn wir hier bauen, 1, 2, 3 Felder entfernt. Hier kann man nicht bauen, das ist so dicht an Bremen. Auf Bernstein kann man, glaube ich, nicht setzen. Da könnten wir hier eine Stadt gründen, aber das wäre dann 3 Felder entfernt. Da müsste man viel kaufen. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Nein. Also ich finde die Position westlich vom Berg, die du gezeigt hast, sehr gut. Bezüglich der Kohle, da finde ich am interessantesten, dass die mehr Produktion bringt und dass wir die verkaufen können. Aber für unsere Einheiten, wenn ich mich da richtig erinnere, bringt die Kohle als strategische Ressource uns nicht so viel, weil man für die Landeinheiten eher Öl am Ende braucht und nicht die Kohle. Das ist ein gutes Argument. Hier gibt es ein bisschen Wüste, aber auch nicht viel. In Wüste findet man potenziell Öl, aber es ist eine Lotterie, wo man siedelt. Es wird einem ja noch nicht angezeigt. In Köln gibt es auch viel Wüste beispielsweise. Sehr produktionsstark. Kohle verkaufen, ja. Oder halt verfeuern. Kohlekraftwerke. Wir haben ja kaum Kohle.
Kohle braucht man normalerweise viel für Schiffe. Die sind auf der Karte völlig uninteressant. Oder für Kohlekraftwerke, wie du schon gesagt hast, genau. Genau. Und Kohlekraftwerke wären schon eine coole Geschichte, aber man braucht sie ja eigentlich nur dort, wo man auch ein Industriegebiet hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten auch, glaube ich, ursprünglich den Standort hier eingezeichnet, weil wir gedacht haben, wir hätten drei Plätze auf der anderen Flussseite für den Bau von Bezirken. Das war mutmaßlich zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar nicht wussten, dass das ein Salpeterfeld ist, auf dem man keine Stadt gründen kann. Deshalb will ich hier mal eine Eskorte und wir ziehen hier runter. Hier sorgen wir jetzt mal für ein bisschen Krawall gleich. Das ist eine Einer-Armee, das ist auch eine Einer. Die zusammenzuführen macht mäßig Sinn. Ein bisschen schwächen. Jetzt geht es Richtung Westen. So, ein Kahoka-Hügel hier gebaut. Hier könnte man einen zweiten gründen. Wir wollten aber, glaube ich, hier einen hinsetzen. Oder auch hier könnten wir sagen, wir ziehen Richtung runter. Hier ist noch ganz viel, was man machen kann. Hier entsteht aber nächste Runde ein Handwerker. Dann steht in drei Runden einer. Das ist Schwemmland, da kann man keinen Kahoka-Hügel setzen. Hier könnten wir eine Mine bauen. Sollten wir Silber anschließen? Jetzt schauen wir mal, wem wir Silber verkaufen könnten. Silberstatus ist der hier. Südemann bekommt Silber bereits von uns geliefert. Und wir könnten an Friedrich welchen liefern. Da hat aber schon welchen. Das heißt, nicht an Friedrich, nicht an Südemann, alle anderen kämen in Frage. Fünf Gold für 30. Ja, jetzt kommen wir langsam in den Bereich. Ich bin ja so ein glühender Fan davon, dass man eigentlich zu Beginn handelt, weil die Leute mögen einen, man gibt einem Geld und so weiter. Jetzt sind wir mittlerweile in der Situation, wo wir an Geld schwimmen und wo der Nutzen für Tamar viel größer ist als der Vorteil für uns. Zu Beginn des Spiels, da finde ich das eigentlich egal, wenn man vielleicht dem Handelspartner sogar mehr nutzt als sich selber, weil dann nimmt man einfach jeden Vorteil mit, den man braucht. Und zu Beginn kann man auch sagen, es sind halt so viele Fraktionen da, wir profitieren und einer profitiert, aber alle anderen profitieren nicht. Aber mittlerweile, wir schwimmen in Geld. Die 5 Gold, alle, wir haben über weit, ich glaube, ich weiß nicht, 350 Gold oder so pro Runde. Insofern ist das eigentlich Quatsch. Schau mal die Kamera ein bisschen weiter oben. Insofern ist das eigentlich Quatsch. Also ich würde sagen, das macht keinen Sinn. Das ist hier, warum sollen wir sie glücklicher machen für 5 Gold 30 Runden lang? Sehe ich irgendwie nicht ein. Wie seht ihr das?
Jade verlangen. Mal gucken, ob wir Jade haben. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Hast du etwa gar keinen Spickzettel gemacht, lieber WB? Diesmal nicht, wegen den Tonproblemen zu Beginn des Streams. Ich bin nicht dazu gekommen. Wir haben kein Jade. Guter Hinweis von Smarty, danke dir. Drei Gold für 30 Runden. Wir bekommen Jade, wir geben Silber. Das ist ja vom Allerfeinsten. Klasse. Das werden unsere Leute uns sicher gutieren. Zumindest sind jetzt alle schon mal glücklich. Und mit unseren antiquierten Einheiten ziehen wir weiter Richtung Westen. Als ich zuletzt eine kleine Pause hatte, da wurde im Chat diskutiert, ob das stimmt mit den Kahoka-Hügeln und Naturgeschichte und Naturschutz. Ab wann der zweite Bonus ist, irgendjemand hatte geschrieben, ich würde mich irren, das sei nicht ab der Naturgeschichte. Das checke ich jetzt mal, ob der Chat da klüger war als ich. Ob ich mich da tatsächlich geirrt habe. Achso, hier ist ja schon der Kahoka-Hügel und plus eine Annehmlichkeit ab der Naturgeschichte erhalten Städte eine Annehmlichkeit durch die zweite Kahoka-Modernisierung. Das heißt, wir müssen zum Naturschutz gar nicht hingehen, das genügt uns eigentlich. Warum wollten wir zum Naturschutz dann hin? Weil man Wälder pflanzen kann. Nationalparks sind für uns eigentlich nicht so wichtig. Die sind für den Kultursieg wichtig, für uns nicht. Wälder pflanzen wäre cool, ist für uns aber nicht zwingend. Tourismus brauchen wir auch nicht. Chat hatte recht, das heißt, wir gehen erstmal, lassen den Naturschutz weg, weil auf dem Weg hin zur Ideologie braucht man den nicht. Und er gibt uns den Weg hin, die Ideologie gibt uns den Weg zu einem coolen neuen Regierungsform. Deshalb nur Naturschutz, Urbanisierung und dann weiter. Mit diesem Siedler rüber im Schneckenrennen hin zu dem Standort, wo wir neue Städte gründen werden. Kohlevorkommen ein Stückchen weiter im Süden, auch da gleich wieder die Frage, wo gründen wir? Beim Gips, bei der Kohle, da wo geplant oder da wo neu geplant wird.